So, meine Lieben, heute haben wir was Spezielles vor, etwas ganz Besonderes. Und zwar unseren Firmensitz, den ich damals mal gebaut habe irgendwann, den schließen wir jetzt erstmalig an ein Straßennetz an. Der Firmensitz liegt hier an, ich glaube, das war damals tatsächlich die erste Region, die ich bebaut habe. Das könnte man in Folge 1 nachschauen. Ich glaube, das war hier mit Dampfloks noch an diesem Bauernhof bis hin zur Fabrik, rechts im Bild. Genau, und dann habe ich damals den Firmensitz hier hingesetzt, weil ich da zuerst gebaut habe. Und das ist hier in der Nähe von Kiesfeld. Da startet auch die Kiesfelder Strecke. Die ist ja ganz berühmt. Und genau, da habe ich jetzt so einen Shuttle-Dienst eingerichtet, denn am Firmensitz werden auch Personen akzeptiert. Das heißt, jetzt werden Busse losgeschickt. Ich glaube, der Firmensitz, der produziert keine Leute, aber er nimmt Leute an. Glaube ich zumindest, dass er keine produziert. Auf jeden Fall in der Stadt kann man jetzt Leute abholen und die dann zu unserem Firmensitz hinbringen. So, und das ist heute eine Neuerung, denn vorher war der einfach nur so auf dem Feld. Das heißt, meine Mitarbeiter müssen zu einem Vorstellungsgespräch immer, wie auch immer, übers Feld laufen. Ja. Möchten Sie sich bei uns vorstellen, dann gehen Sie durch das Feld, packen Sie ein bisschen den Mais zur Seite und dann sind Sie auch bald bei uns. So, und jetzt geht's halt mit dem Bus von dieser einen Stadt hier. Ich glaube, man soll von Kiesfeld eigentlich auch dahin kommen. Naja, ich weiß schon mal aus dem aktuellen Weltstand, dass diese Städte hier noch viel größer werden und miteinander hier verschmelzen und deswegen sieht das da später nochmal ganz anders aus. Naja. Gut. Der Firmensitz ist übrigens schon die größte Bauart, die es gibt. Die ändert sich ja über die Zeit, je nachdem wie viel Geld man in der Firma hat. Genau. Und wir sind ja schon extrem reich. Und deswegen sieht das da so aus. So, und da verdienen unsere Busse zuerst mal was. Ist zwar nicht so viel, aber ist schon okay. Wenn man den Firmensitz versetzt übrigens, dann kostet es auch nochmal richtig Kohle. So, gut, das ist für heute auch schon alles. Genau, aber ist halt auch wichtig, dass wir da jetzt hinkommen. Wie gesagt, und die Region wird sich noch ordentlich ändern. Da werden andere Loks bald eingesetzt auf dieser Güterstrecke. Da fahren ja jetzt noch Einheitsloks, sehr alt, in blau-beige. Naja, gut. Okay, dann würde ich erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin und sei gesegnet. Und wir sehen uns morgen schon wieder an derselben Stelle. Dankeschön, tschüss!